Hey Stefan, die erste Runde im Portimão, das erste Mal, dass du überhaupt hier auf dieser Rennstrecke bist. Wie waren so die ersten Eindrücke? Ja, es ist eine verdammt schwierige Strecke. Also ich habe da schon ein paar Mal gebraucht, bis ich gewusst habe, wo ich genau bin. Mhm. Und aber es war, ist einerseits ist ein bisschen gefährlich, andererseits ist aber auch dann cool mit den vielen Bergauf- und Bergab-Passagen. Aber ja, mit so einem Straßenmotorrad war das jetzt ganz spaßig. Das hat schon Spaß gemacht. Und der Reifen, wie hat er dir gefallen? Funktioniert gut, also ich bin erstaunt. Ich habe schon Serienreifen auf der Rennstrecke gefahren, die waren deutlich schwammiger und da hat sich viel mehr bewegt. Und nein, er macht einen guten Eindruck, auch hat das Niveau gehalten. Also finde ich vorne wie hinten optimal. Die Händler, die können den Reifen wechseln, aber an sich bin ich natürlich immer davon überzeugt, den professionell wechseln zu lassen. Ich habe jetzt einige kennengelernt und bin erstaunt gewesen, die haben alle sehr viel Erfahrung auf der Rennstrecke und ich denke, dass die dann auch wissen, worauf es ankommt beim Reifenwechsel. Und von daher würde ich da mit ruhigem Gewissen zum Bikers Club Händler fahren und meinen Reifenwechsel durchführen lassen. Also da bin ich, glaube ich, sehr gut aufgehoben und ist jeder sehr gut aufgehoben. Und ich natürlich beim Bradl am besten, bei meiner Familie, da habe ich den kürzesten Weg. Von daher ist das für mich ganz easy.